Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial und in diesem Video geht es mal darum, wie man in Minecraft Diamanten finden kann. Ich habe insgesamt vier verschiedene Wege rausgesucht und werde die euch in diesem Video mal beibringen und ich werde euch auch sagen, welcher in meinen Augen der beste Weg ist, um Diamanten zu finden. Und ich würde sagen, wir fangen mal direkt an damit. Die erste Möglichkeit, die ich euch hierbei vorstelle, ist so ein bisschen die Standardmöglichkeit. Und zwar ist diese Möglichkeit einfach die, dass ihr durch Höhlen durchlauft und dann einfach hofft, dass ihr irgendwo Diamanten findet, an der Wand oder an der Decke oder am Boden oder sowas. Und das Ganze funktioniert allerdings nur in sehr tiefen Höhlen, denn Diamanten spawnen nur auf der Ebene 1 bis 15, also das ist quasi die untersten 15 Blöcke in der Minecraft-Welt, da können nur Diamanten eben tatsächlich spawnen und dementsprechend braucht ihr ja schon mal eine sehr tiefe Höhle und natürlich nach Möglichkeit auch eine sehr große Höhle, denn ihr werdet ja wahrscheinlich sehr viel rumlaufen. Und das Gute an dieser Möglichkeit ist nämlich, dass es relativ einfach ist, denn ihr braucht eigentlich nur eine Spitzhacke und ein paar Fackeln und ihr braucht nicht mal viele Spitzhacken, denn ihr lauft ja eigentlich nur durch die Höhlen und baut nicht wirklich was ab, außer ihr findet halt was. Und das ist eben der Vorteil bei dieser Variante und natürlich auch, dass man nebenbei halt sehr schnell große Gebiete quasi abfarmen kann und eben auch einfach nur ganz speziell Erze abbaut und nicht ganz viele Steine oder sowas, weswegen natürlich die Spitzhacke dann schneller kaputt gehen würde, sondern in diesem Fall, wie gesagt, baut ihr ja nur Erze ab quasi, die ihr findet und müsst eigentlich nur ein bisschen rumlaufen und könnt halt eine große Höhle einfach ziemlich schnell abgrasen, wenn ihr einfach durchsprintet und halt überall ein paar Fackeln hinspammt und wie gesagt wirklich nur das abbaut, was ihr auch wirklich braucht. Und ja. Die zweite Möglichkeit, die ich für euch habe, ist das sogenannte Strip Mine. Das ist in meinen Augen auch die beste Variante quasi, um Diamanten zu farmen und das ist auch die ich persönlich auf unserem Server zum Beispiel am allermeisten benutze. Und das Ganze funktioniert so, dass ihr zunächst einmal ein Loch buddelt und zwar macht ihr das am besten so, wie ich es gerade im Video zeige, so zwei Blöcke nebeneinander, weil dann könnt ihr eben nach unten bauen, ohne dass ihr runterfallt. Das ist ja so die erste Regel in Minecraft quasi, dass man halt nicht gerade nach unten baut, falls man in Lava fällt oder sowas. Aber wenn man halt zwei Blöcke, also wenn man sich quasi so auf zwei Blöcke gleichzeitig stellt, dann funktioniert das Ganze ohne, dass ihr eben Gefahr lauft runterzufallen. Und ihr würdet jetzt einfach, wie gesagt, in euer Haus oder sowas eine Leiter nach unten bauen oder ein Loch nach unten bauen eben und würdet dann so weit nach unten buddeln, bis die Y-Koordinate, ich blende euch das mal hier ein, also bis die Y-Koordinate quasi 11 ist, dann seid ihr nämlich auf der Höhe 11 quasi. Und ich habe eben schon erwähnt, dass Diamanten sowieso nur sehr tief unten spawnen, das bedeutet nur zwischen Ebene 1 und 15 und am meisten spawnen sie dabei auf der Ebene 5 bis 12. Und dementsprechend ist 11 schon mal eine sehr gute Höhe. Und gleichzeitig ist Ebene 11 auch noch die Ebene, auf der quasi Lavaseen spawnen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt einfach Tunnel baut, wie ihr es beim Stripmine eben macht, also ihr baut dann einfach Tunnel in jede Richtung und dann halt so weit, wie ihr möchtet und baut halt einfach viel ab und hofft, dass ihr Diamanten findet. Und das Gute hierbei ist, wenn ihr auf Ebene 11 seid, bedeutet das, dass ihr, wenn ihr einen Lavasee findet, eben nicht Gefahr habt quasi, dass Lava irgendwie von oben dann in den Tunnel reinläuft oder sowas, sondern ihr seid quasi auf der Höhe vom Lavasee und könnt dementsprechend halt ziemlich sicher quasi einfach weiter minen und eure Tunnel bauen und lauft dann nicht irgendwie Gefahr, dass von oben jetzt irgendwie Lava in euren Gang läuft oder sowas, das ist natürlich immer blöd. Und ansonsten ist das eben eine sehr effektive Variante, um Diamanten zu finden. Man kann relativ gut so Netze bauen quasi, also ihr lasst dann immer zwischen zwei Tunneln, oder zwischen zwei Tunneln, ja genau, lasst ihr zwei Blöcke frei und dementsprechend könnt ihr halt einen riesigen Bereich quasi abgrasen und nach Diamanten eben durchsuchen. Und das Gute hier dran ist auch noch, dass ihr natürlich sehr viele Rohstoffe insgesamt erfahren werdet. Also ihr werdet natürlich nicht nur Diamanten finden, sondern auch alles mögliche andere. Also Lapislazuli, Redstone, Gold, Eisen, Kohle und natürlich auch diese normalen Sachen, Stein, Kies, Erde und auch Andesit, Granit und das dritte, was mir gerade nicht einfällt, könnt ihr natürlich auch super viel so farmen. Allerdings braucht ihr natürlich auch sehr viele Spitzhacken dafür, weil ihr ja quasi die ganze Zeit etwas abbaut. Das ist natürlich in der Höhle nicht der Fall, da baut ihr nur wirklich das ab, was ihr auch haben möchtet. In diesem Fall wäre es jetzt allerdings so, dass ihr natürlich auch sehr viel Stein abbaut und das wollt ihr wahrscheinlich irgendwann nicht mehr haben, aber ihr müsst es halt leider trotzdem machen. Was dann aber gleichzeitig auch noch richtig gut ist bei dieser Variante, ist, dass man eben sehr viel abbaut einfach und das dementsprechend auch nutzen könnt. Zum Beispiel die Tunnel könnt ihr für irgendwelche Item-Verbindungen zum Beispiel benutzen oder für Minecart-Verbindungen zwischen euren Basissen oder zwischen euren Häusern oder Dörfern oder sowas. Und ihr könnt natürlich auch große Räume direkt aushöhlen und da irgendwas Cooles bauen. Da fällt euch bestimmt irgendwas ein und dementsprechend ist das eigentlich auch ziemlich nice. Und wie gesagt, das ist so der Weg, den ich am meisten benutze, weil man halt einfach ganz entspannt einfach gerade ausbauen kann, ohne dass man da irgendwelche Gefahren ausgesetzt ist quasi und man eben wirklich von allem sehr viel bekommt und insgesamt auch die Diamanten sehr gut farmen kann. Und das könnt ihr halt auch theoretisch überall machen, also ihr braucht jetzt nicht ein bestimmtes Biom oder sowas, sondern ihr könnt einfach euch nach unten buddeln, bis auf Ebene 11, wie gesagt, und dann einfach in jede Richtung ein paar Mal buddeln und dann werdet ihr schon Diamanten finden. So, die dritte Variante, die ich für euch habe, ist das Erkunden, denn auch in der Minecraft-Oberwelt quasi kann man sehr viele Diamanten finden, was man vielleicht im ersten Moment nicht so unbedingt denkt, aber es gibt ja sehr viele Strukturen in Minecraft quasi, in denen auch Kisten spawnen, zum Beispiel in Dörfern, da gibt es ja meistens einen Schmied oder mehrere Schmiede vielleicht sogar, wenn man Glück hat, und da gibt es immer eine Truhe und da drin können zum Beispiel Diamanten sein.
Es gibt allerdings noch sehr viele andere Strukturen, wo Diamanten auch vorkommen können. Und das sind dann zum Beispiel Minenschächte oder Verliese, da kann das auch sein. Oder in der Hölle, zum Beispiel in den Festungen oder auch im Ende, in den Endcities, da können überall Diamanten vorkommen in den Kisten. Also ich glaube sogar überall, wo es Kisten gibt, kann man auch Diamanten finden. Bin ich mir jetzt allerdings nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall im allermeisten oder in den allermeisten Fällen kann man in den Strukturen auch Diamanten finden. Und das ist natürlich auch eine super Variante, denn ihr werdet wahrscheinlich früher oder später sowieso Minenschächte finden und Dörfer und so weiter und könnt dann da auf jeden Fall mal nach Diamanten schauen. Und das ist zum Beispiel auch in der Oberwelt, wenn ihr gerade eine neue Welt anfangt zum Beispiel, ist es natürlich sehr viel einfacher, einfach oben ein bisschen rumzulaufen und vielleicht ein Dorf zu suchen, als jetzt sich erstmal runter zu buddeln und dann ganz weit in eine Richtung zu graben oder sowas. Sondern das ist ganz entspannt, man erkundet einfach so ein bisschen die Oberwelt, vielleicht sucht man sich einen coolen Ort, wo man bauen möchte und findet dann zwischendurch nochmal eine Höhle, nicht eine Höhle, sondern ein Village und kann dann da eben mal gucken, ob man da Diamanten findet. Und das ist, wie gesagt, eigentlich gibt's ja in jeder Dimension quasi Minecraft, also wie gesagt, auch in der Hölle oder in Höhlen kann man natürlich auch Strukturen finden, wo man Diamanten findet in den Kisten oder auch im End natürlich. Und dementsprechend ist das auch eine sehr gute Variante, um an Diamanten zu kommen. So, die letzte Variante ist jetzt nicht mehr ganz so ernst zu nehmen, sondern mehr so eine Spaßvariante. Und zwar könnt ihr natürlich auch einfach zu eurem Kumpel laufen und in das Haus einbrechen quasi und die Diamanten von ihm alle klauen. Das ist natürlich nicht so die ganz feine Art und Weise, aber ich denke, das ist auf jeden Fall die effektivste und schnellste Art und Weise. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen ganzen Haufen Diamanten geklaut und das in, keine Ahnung, ein paar Sekunden. Solltet ihr natürlich nicht zu ernst nehmen, aber ich denke, es waren genug Infos in diesem Video. Wie gesagt, ich finde Stripmine ist am besten und auch am nachhaltigsten und ihr kriegt halt insgesamt, selbst wenn ihr keine Diamanten so schnell findet, findet ihr halt sehr viel anderes Zeug, was man natürlich auch immer sehr nutzvoll sein kann. Selbst Steine kann man sehr viel benutzen tatsächlich und ich würde sagen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Diamanten in die Kommentare und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit den anderen Videos auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.